mich erschrocken. Oh mein Gott. Ich hab mich erschrocken. Mein Herz stinkt. Alter Schwede. Mein Herz stinkt wieder. Ohne Scheiße, ich habe mich beim Angeln noch nie so erschrocken. Junge, was war das? Ich habe mich in meinem Leben beim Angeln Alter. Noch nicht. Oh mein Gott. Moin Leute und herzlich willkommen zurück. Hallo. Ja, Saisonauftakt Nummer 2. Jana. Ja, diesmal aber nicht Hecht. Diesmal geht's auf den Zander los. Ja, wir haben es Juni, der Zander ist wieder frei. Jana und ich haben vor, unseren ersten Zander heute zu fangen in dieser Saison. In den letzten Jahren waren wir immer gerne am Mittellandkanal unterwegs. Das war immer ganz gut, hat immer ganz gut geklappt auf Zander. Aber heute sind wir mal am großen Strom, am großen Fluss und probieren dann einen schönen Flusszander zu fangen. Wir wollen mal direkt mit den großen Zandern anfangen. Genau, also unter 60 kommt heute nichts in den Kescher. Gar nichts. Hochgestapelt, Flore. Ja. Wäre mal schön, einen großen Zander. Erstmal müssen wir überhaupt Ja, gut. ja, wir haben unsere Routen dabei. Wir haben relativ leichtes Geschirr. Wir haben heute beide unsere Lieblingsköder Allround-Route dabei. Also keine Zanderhecht. Ja. Ich habe Florian auch davon abgehalten, noch mehr Routen mitzunehmen. Ich wollte die Zanderhecht eigentlich auch noch mitnehmen, aber... Und 1000 Millionen Köder. Kennt ihr das auch? Ja. Ja, gut. Aber wir fischen heute mit der Allround und 10 cm Ködern. Ja, 10 cm, ja. Genau. Standardfarben und dann... Legen wir jetzt mal los, oder? Oh ja, ich hab richtig Bock. Ja. Viel Spaß. Also ich starte jetzt auf jeden Fall hier mit dem Pinky. Wasser ist extrem trübe. Es ist bewölkt. Und ja, es ist auch ganz schön viel Strömung heute, Jana, ne? Ja. Fällt mir gerade so auf. Ja, ja. Aber wir haben hier also auch einen ruhigeren Bereich. Ne? Also hier sind so Buhnen kann man das nicht nennen. Ne? Das sind so kleine Ausbuchtungen sozusagen im Flussverlauf. Aber es sind auch ruhigere Bereiche, deswegen fange ich jetzt erstmal mit 10 Gramm an, dass ich so in den ruhigeren Bereichen fischen kann und so ein bisschen an die Strömungskante ran. Mhm. Später können wir vielleicht noch größere Gewichte gehen und dann können wir vielleicht direkt auch im Strom fischen. Ne? Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch noch gar nicht so direkt im Strom stehen, ne? Weil ja. erste Brutfische und so weiter ist hier auch schon am Start. Also es hat schon ein bisschen so gespritzt, also ich könnte mir vorstellen, die jagen hier. Ne? Mhm. Ja. Ich bin gespannt, Flore. Leg los. Ja, let's go. Oh, direkt in den Hauptstrom geworfen. Naja, aber der Wind. Relativ aber wir haben auch so einen Wind, ne? Also man hat echt, ja, glaube ich, echt Probleme heute mit dem Wind. Gerade mit so leichten Gewichten kannst du nicht ganz so präzise werfen. Ja. Ah, okay, wir haben schon auf dem Grund an. Also ich bin jetzt direkt an der Kante. Okay. Los geht. Perfekt. Ja, tiefer. Ja, doch. Hab Kontakt. Das ist gut. Oh, hier ist gerade relativ schlammig, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen ein bisschen Strecke machen heute, Jana. Ich wollte gerade sagen, das ist immer ganz schön, man muss immer so ein bisschen alles ein bisschen abklopfen, ne? Und auf das Tock warten. Oh Gott, hat mir jetzt so gefehlt, ne? Ja, ich bin so froh, dass wir wieder auf den Angeln können. Ich habe es auch vermisst. Hechtangeln ist ja auch schön, ne? Macht auch Bock und der Fisch ballert auch richtig rein, aber geht nicht über den Zandertock. Wobei ich ja jetzt auch sagen muss, Hat's einen Biss gehabt? Nee, Kraut. Oh, ich dachte echt gerade, ich habe gar nicht aufgepasst. Man darf nicht labern und angeln. Man darf nicht labern und angeln und Videos für euch machen, Leute. Das ja. macht alles. Ja, wir machen jetzt Schluss an der Stelle. Wir angeln jetzt ohne Kamera. Genau. Nee, ich wollte gerade sagen, was mir jetzt auch angetan hat, ist Welsangeln, also Spinnfischen auf Wels. Ne? Mhm. Das war ja am Ebro schon krass, die Bisse. Oh, das hat Bock gemacht. Letztes Jahr hatte ich auch einen Fisch in Deutschland auf die Spinnroute. Ja. Und ich finde, das Tock von dem Wels ist noch mal krasser als von dem Zander. Weil die haben ja so ein großes Maul, die haben noch viel mehr Sogkraft. Das ist richtig. Aber. Vielleicht fängst du auch einen Wels mal eben. Ah ja, ja, ja. Nicht. Okay. Aber wobei, kann jederzeit passieren. Ne? Aber ja. Ist auf 10 cm Köder jetzt hier wahrscheinlich eher. Naja. Beifang nur. Wer weiß. Gezielt würde ich damit jetzt nicht losgehen. Gleich das 2,20 Meter Monster. Ui, da hat deine Route dann auch zu kämpfen. Mal schauen, was heute so geht. Schauen wir mal, was geht. Schauen wir mal, was geht. Flo hat ja eben auch schon so ein bisschen angeteasert. Wir waren ja auch schon das eine oder andere Mal jetzt auf Hecht los. Bei uns ist Hecht ja immer schon einen Monat früher frei als der Zander. Und ich finde, wenn der Zander bei uns am 1.6. frei ist, dann ist immer so, dann läutet das so den Sommer ein, oder Flore? Also dann ist für mich die Sommerzeit und wir wollen ja auch das ein oder andere Ansitz-Video für euch abdrehen diesen Sommer. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, was wir dann alles so umsetzen können. Weil das ist für uns ja dann auch mal wieder ganz neu mit Baby jetzt Ansitz. Haben wir auch noch nicht so richtig. Ist ein Biskat? Ich glaube, es war Kraut.
Okay. Ja, ich habe richtig Bock auf die Saison auf jeden Fall. Oh, endlich wieder richtig schön auf Raubfisch angeln. Und Kraut. 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 Naja, gut, schauen wir mal, was wird. Was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Flore, Spotwechsel? Ah, Spotwechsel, die Stelle gefällt mir ja nicht so. Es ist sehr sandig hier, sehr krautig. Ich hätte lieber ein bisschen mehr festeren Untergrund für Zander. Na gut, dann gehen wir jetzt mal ein Stück woanders hin. Und wo mehr Strömung im Kessel ist. Alles klar. Puh, Leute, ich sag's euch. In den Videos sieht das manchmal so leicht aus, ne? Aber mit Baby ist das manchmal nicht ganz so leicht. Das ist schon echt anstrengend. Aber gutes Workout. Puh, aber wir kriegen so oft auch Kommentare oder in den letzten Videos, wo wir die Kleine immer dabei hatten, immer so, ja, cool, dass ihr das macht, so Baby gleich mitnehmen und so, ne? Gleich zum Angeln zeigen und so. Und das geht aber, glaube ich, auch nur, wenn Flore und ich zusammen unterwegs sind. Das ist alleine, wäre das, puh, Meisterleistung. Also, weil Flore trägt hier meinen Angel und meine ganzen Köder und so. Ich habe hier halt nur meine Jacke unter den Arm geklemmt, ne? Und muss sonst nichts schleppen. Und die Kamera jetzt natürlich, ne? Aber ist schon eine Herausforderung. Aber wir wollten das ja auch so machen. Und ja, so machen wir das. Und dann ziehen wir durch und dann fangen wir auch Fische. Flore hat sich schon direkt auf die neue Stelle gestellt. Ich muss ja jetzt schnell hin. Nicht, dass er jetzt einen Fisch fängt. Und ich sehe das nicht. Aber das Gras ist so hoch, ey. Und die Brennnesseln auch. Nicht ins hohe Gras laufen! Not into the long grass! Flore, nicht ins hohe Gras! Ist das hohes Gras? Ne, aber da. Also ich bin durchgekommen, ohne dass mich die Velociraptoren gefressen haben. Wer von euch guckt auch Jurassic Park? Oder wer ist so Fan von den alten, trashigen Jurassic Park Filmen? Wir sind Fans, wir haben es schon 100 Mal gesehen. In Endlosschleife. In Endlosschleife? Oh, ich liebe Jurassic Park. So richtig, wenn du dann noch so schön... Ich dachte gerade, da sehe ich einen Fisch, aber ich glaube, das war irgendwas anderes. Wenn du so richtig so diese ganzen Filmfehler oder so dir anguckst, einfach nur geil. Das ist krass, ja. Einfach nur geil. Ich fand das so gruselig früher. Oh mein Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, das war ein fetter Hecht. Alter, hab ich mich erschrocken. Mein Herz stinkt. Alter Schwede. Mein Herz stinkt. Ohne Scheiße, ich hab mich beim Angeln noch nie so erschrocken. Junge, was war das? War das ein Zander oder war das ein Hecht? Ich glaube, das war ein Hecht, oder? Flore, ich hab mich in meinem Leben beim Angeln Alter. Noch nie... Oh mein Gott! Ey, da ist mir kurz aber auch das Herz stehen geblieben. Alter! Das ist Angeln. Ich hab's nur noch so abdrehen sehen. Ich glaube, ich hab's hier mit aufgenommen. Oh Mann. Das ist Angeln, Leute. Das ist einfach. So oft haben wir solche Situationen, wo man so denkt, das passiert dir nur beim Angeln. Das war krass gerade. Ich bin richtig durch den Wind jetzt, Flore. Gott, und ich wollte da eigentlich, wollte ich nur kurz sagen, dass ich Jurassic Park früher so gruselig fand, als die Raptoren da in der Küche waren. Flore checkt mal eben die Aufnahme. Ich bin gespannt. Ja. Oh. Hast du ihn gesehen? Ja, ich wollte gerade kommen und fragen, wie bei dir so die Lage ist. Hier, also ich glaube, das ist Weißfisch an der Oberfläche, ne? Überall so kleine Ringe und so und Fische, die so ein bisschen wegspringen. Und ich hatte, hier ist ganz viel Kraut drin und irgendwas hat attackiert. Ich glaube, es war ein Barsch irgendwie, aber ich weiß nicht, ich habe es kurz so ein bisschen an der Oberfläche gesehen, aber... Aber du willst dich erstmal entschneiden, du hast ein Spinmat dran, glaube ich. Ja, genau, ich habe jetzt einen kleinen Spinmat hier. 6 Gramm habe ich jetzt und Cookie, Sonderfarbe Cookie, ganz neu übrigens. Und die wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen fischen hier. So, ja. Erstmal um zu gucken, was ist hier so los im Buhnenfeld, sag ich mal, ne? Wir sagen immer Buhnenfeld, aber irgendwie ist es ja so ein kleines so ein kleiner Buhnenkessel hier, ne? Ja, wir sind halt... Siehst du das? Hier ist überall so ein bisschen Bewegung. Wir sind halt die Buhnen an der Elbe gewöhnt, ne? Ja, und das finde ich ein bisschen spannend gerade, darum mache ich einfach mal so ein paar Würfe und ich habe den Köder eben auch mal so ein bisschen durchsacken lassen, so ein bisschen angezuppt und so. Und irgendwas hat das da gerade dann sehr spannend gefunden, mal gucken. Geil. Vielleicht kommt da ja noch was. Aber seht ihr, kein Riesenfisch, sondern Kraut. Oh ja. Und Büsche. Büsche! Na Flore, was kramst du da? Nach Ködern.
Oh, ich bin immer noch geschockt. Immer noch geschockt. Richtig, ne? Wir gehen, glaube ich, weiter. Ich habe so die Vermutung, das war ein großer Hecht. Und man muss jetzt nicht unbedingt drauf anlegen, da mit Zanderködern drauf zu angeln. Eigentlich jiggen wir ja auf dem Grund. Das ist ja eher unwahrscheinlich, dass da ein Hecht beißt. Klar, geht auch, aber ja. Wenn man halt das letzte Stück einleiert, kann auch ein Hecht hinterherkommen. Das ist halt so. Immer bis zum Schluss ausfischen, ne? Ja, genau. Ja. Flore sagt, wir müssen jetzt wieder ins hohe Gras. Gefährlich, gefährlich. Ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen mit dem Jigspinner geworfen. Ich werfe gleich auch noch beim nächsten Spot auch noch mal ein bisschen mit dem Jigspinner. Und dann werde ich aber auch einen Gummifisch dran machen. Wird auch auf Zentimeter angeln, genommen. Wird auch mit 10 cm angeln. 12 oder 10 Gramm, mal gucken. Und dann hoffe ich, dass ich auch irgendwie einen Fisch kriege. Aber das war ja schon mal, irgendwie, das war doch schon mal ein richtig gutes Zeichen, Flora, oder? Ja, falsche Fischart. Ja, aber irgendwie erscheinen die Fische ja Weißlaune zu sein, hoffe ich. Bei dem habe ich auch gar nicht mit Hecht gerechnet, ne? Nee, ne? Aber der hat den Pinky gesehen, der leuchtet ja auf 10 Meter noch ein Stückchen davor. Genau. Ja, das Baby sagt auch, wir müssen weitergehen, also gehen wir jetzt weiter. Leute, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht hier wieder irgendwelche Sachen finden würde. Oh, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. So. Hier. Exakt die gleiche Farbe, die Flore gerade angelt. Sieht aber nach Quantum aus, glaube ich. Ganz schön zerbissen. Aber hier Motoröl. Sieht aus wie ein Sheriff, Flore. Ist aber ein Quantum. Den packen wir ein. Mein Plan ist jetzt, dass ich Flore jetzt mal das Baby gebe, oder? Guter Plan? Das können wir machen. Nein. Guter Plan. Ja. Genau, dann habe ich nämlich so ein bisschen mehr Wurffreiheit, sage ich mal, und kann ein bisschen besser werfen. Vielleicht bringt das dann einen Fisch für mich. Ja, das ist... Ja, das ist, sieht auf dem Video immer so leicht aus, ne? Mhm. Man sieht, oh ja, da hat er vorne noch so ein kleines Baby, so ein Angel, dann fängt Fische und so, aber das ist so schwierig, ne? Also, es ist nicht leicht. Ja, deswegen. Es ist trotzdem gut, aber es ist schwer. Beim letzten Mal hat es Glück gebracht, als ich das Baby genommen habe. Ja. Da hast du direkt an den Hecht gefangen, ne? Ja, also, mal sehen. Das wäre natürlich sehr cool. Ich bin nämlich echt ganz schön heiß, muss ich sagen. Musst du unbedingt angeln. Gerade Zanderangeln ist besonders schwierig mit Baby, ne? Also, ja. Ist so. Schnallt ich versuche mein Bestes. Schnallt euch mal irgendwie einen Kartoffelsack von Bauch und versucht damit einen Anhieb auf den Zander zu setzen. Ja, genau. Das ist nicht so leicht. Aber wir machen das schon und genau, ich gebe sie dir jetzt gleich und dann geht's los. Gucken, ob ich dann Fisch fange. Ja. Also ich habe jetzt hier mal auf 10 Gramm gewechselt und werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen alles abfächern. Und ja, mal schauen, ob ich da einen Biss kriege. Wir haben heute hier echt eigentlich so einen Sonne-Wolken-Mix. Jetzt ist es gerade so bedeckt, aber zwischendrin kommt immer mal die Sonne raus. Und es ist windig. Von daher, ja. Bis jetzt hatten wir ja noch gar nichts. Aber das stimmt mich jetzt noch mal ein bisschen positiv, dass da noch was passiert heute. Hast du das gerade gesehen? Ja. Hier ist was gesprungen gerade. Ja. Ja. Aber es war ein Fisch. Oh Gott, aber nicht das. Ah, verloren! Ich hab einen Fisch! Ja, ich hab einen Fisch! Alter! Gerade da hingeworfen, wo ein. Alter! Zander? Jo, Zander! Alter! Geil! Wahnsinn! Geiler Fisch, oder? Ja, Wahnsinn. Richtig guter Fisch. Mann! Der ist reingeknallt, kurz vor den Füßen, ey. Unfassbar. Echt, da habe ich gerade auch nicht mitgekriegt. Du hast da gesehen, da ist ein Fisch gesprungen, boom. Ja. Junge, ist der reingescheppert. Flore, ich bin gerade richtig happy. Oh Mann, ey. Also es war ja schon nicht so besonders leicht.
Und Florian hat gerade gesagt, ey, jetzt nehme ich das Baby. Ich wusste, hier steht ein Fisch, Jana. Und dann fängst du einen Fisch. Ja, er hat es gefühlt. Er hat es einfach gefühlt. Und ich habe gerade eben da noch gesagt, so, ey, da ist was gesprungen. Und Flo sagt so, ja, es sind auch manchmal so Rapfen oder Döbel oder so. Und ich habe einfach nur so rausgeschlänzt. Ich habe ja nicht mal richtig gemacht. Ich habe nur so einen Schlänzer gemacht, absinken lassen, ein, zweimal gekurbelt und dann buff. Und habe ich erst gedacht, hey, häng ich jetzt denn irgendwo drin so? Ich habe gar nicht richtig angehauen erst. Und habe ich gemerkt, oh, er bewegt sich so. Und dann habe ich noch mal ein bisschen angehauen wenigstens. Und er hing gut. Ich habe ihn gekeschert. Also Flore konnte auch nicht so gut keschern jetzt. Ne? Mit Baby ist schwierig. Ne? Ich bin ausgerutscht. Ja, Flore hätte sich beinahe noch hingelegt. Ja, aber ich konnte ihn selber keschern. Und dann war auch sofort der Köder draußen. Hätte ich den jetzt verloren, wäre es echt ärgerlich gewesen. Aber es hat geklappt und ich bin mega froh und super happy, dass das mit dem ersten Zander heute geklappt hat. Saisonauftakt Zander abgehakt. Voll geil. Und hier unten im Gras. Flores Spezialköder hier. Der Sheriff von Lieblingsköder. Ich habe jetzt mit 10 Gramm geangelt. Und ja, das hat den Fisch gebracht. Fisch! Ah! Übelst ein Biss gehabt. Scheinbar stehen die Fischer heute direkt vor den Buhnen. Ich bin gerade auf die andere Seite von unserer Buhne gegangen, wo Jana gerade gefangen hat, und habe zur anderen Buhne geworfen und direkt vor die Buhne einmal aufgekommen, einmal angecheckt, bis, leider ist hier ein extremer Wind, der Wind kommt richtig von der Seite, ich habe einen riesen Schnurrbogen, habe angehauen und habe hier hinten erst gemerkt, dass ein Widerstand da war und dann, oh nein, ja, hatte der Fisch natürlich nur noch den Schwanz im Maul. Ist auch so, ja, sind auch ein paar Bissspuren zu sehen. Schwierig. Ich muss hier mit relativ viel Gewicht angeln. Aber es ist eine interessante Buhne, weil hier volle Kanne die Strömung draufsteht und einmal wirklich komplett eine Rückströmung hier ist. Das heißt, es kommt einmal hier auf mich zu, das Wasser, und fließt dann von mir weg in die Buhne rein und hinten wieder raus. Und da ist halt richtig viel Bewegung. Ne? Und Jana hat auch schon gesagt, da hinten sind Fische am Springen. Ja. Und ich werde es jetzt hier noch ein bisschen probieren. Mal gucken, was noch geht hier an der Stelle. Jo, Flore marschiert jetzt zur Spitze der Buhne, weil er dort, hat er glaube ich erzählt, Weißfische hat springen sehen. Ja, und er glaubt, da rauben die Zander. Ich bin mal gespannt, ob er da einen Fisch kriegt. Also, wir werden sehen. Biss. Ah, Leute, da war der Biss. An der Strömungskante lang. Puh, Leute, das war ein heftiger Tag. Ein heftiger Saisonstart und für mich ein bisschen unbefriedigend, ja, muss ich sagen. Leider. Also so viele Chancen vertan habe ich, glaube ich, noch nie, glaube ich, noch nie. Seit ich dich kenne, also, wir angeln. Zwei Fehlbisse Zander, beide nicht durchgebracht, so weit draußen Schnurrbogen. Mhm. Ein vermutlich großer Hecht, der direkt vor den Füßen gebissen hat, aber daneben. Ja. Ein vermutlich großer Zander, der hing, war wieder ausgestiegen ist, obwohl ich einen guten Anschlag gemacht habe. Und der stand nur auf der Stelle und hat geschlagen. Das muss ein großer Zander gewesen sein. Frustrum. Aber ich habe einen Fisch gefangen. Aber Jana hat uns gerettet. Mein erster Fisch, der Saison. Ja, es ist so. So ist Angeln. Ich will oder? Auch nicht die ganze Zeit hier mi machen, aber es ist. Ja. Wir zeigen euch die Realität, wie es läuft beim Angeln. Und manchmal. Manchmal war ein guter Tag. Und gewinnt der eine, ne? Und genau. Meistens und immer gewinnt Jana. Ja. Genau. Ich habe gedacht, jetzt zum Saisonstart machen wir ein kleines Gewinnspiel bei uns, oder? Mit dem Erfolgsköder heute. Lieblingsköder, Sheriff in der Größe 10 cm und ein Paket spitze Haken, 10 Gramm, habe ich, glaube ich, gefangen. Ja. Das packen wir noch mit rein. Was wollen wir wissen, Flore? Leute, wie hat euch das Video heute gefallen? Gebt mal ein bisschen Feedback, würde uns sehr freuen. Genau, dann losen wir jemanden aus und dann teilen wir euch das im nächsten Video unten in der Videobeschreibung mit. Also schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir drücken euch die Daumen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ciao.